Hallo und herzlich willkommen hier an eine neue Folge auf meinem Kanal Blind Tech bei Checo. Mein Name ist Jesse und heute geht es um das Problem der Farben. Letzte Woche habe ich euch das Farberkennungsgerät Farme aus dem Hause Vistag vorgestellt, das ich zum Testen bereitgestellt bekommen habe von meinem Partner Braunschweiger Blindenhilfsmittelversand Granzusch. Bei der Vorbereitung auf das Video von letzter Woche bin ich auf den Text »Das Problem der Farben« gestoßen, den ich nach dem Intro zum Besten geben möchte. Es werden die Arten der Farbmessung erklärt, worin sie sich unterscheiden und warum Farben ein Problem sind bzw. sein können. Der Text stammt aus der Bedienungsanleitung des Farberkennungsgerätes Farme aus dem Hause Vistag. Mehr dazu gibt's nach dem Intro. Das Problem der Farben. Farben zu messen ist kein Problem. Bei Farbmessungen geht es darum, die Sinnesempfindung Farbe durch physikalische Größen zu repräsentieren. Das bedeutet, dass die Farbwahrnehmung des Auges nachgebildet wird. Hierzu gibt es im Wesentlichen zwei Verfahren: die Dreifarbmessung und die Spektralmessung. Die Dreifarbmessung arbeitet mit drei Sensoren, die in ihrer jeweiligen Farbempfindlichkeit den drei Farbrezeptoren des Auges entsprechen. Mit diesen wird jeweils der Rot-, Grün- und Blauanteil der zu erfassenden Farbe bestimmt und entsprechend der Farbwahrnehmung des menschlichen Auges gewichtet. Das Ergebnis sind drei Zahlenwerte, die die Farben eindeutig festlegen. Bei der Spektralmessung wird zunächst das jeweilige Spektrum aufgenommen und in einem zweiten Schritt mit einer Filterfunktion, die die Farbwahrnehmung des menschlichen Auges abbildet, verrechnet. Das Ergebnis sind die gleichen drei Zahlenwerte wie bei der Dreifarbmessung. Mit diesen Zahlenwerten lassen sich nun problemlos Farben reproduzieren, festlegen oder vergleichen. Die Probleme fangen erst an, wenn die Farben benannt werden sollen. Es gibt unendlich viele Farben und das menschliche Auge kann auch unendlich viele Farbnuancen wahrnehmen. Wenn diese verschiedenen Farben und Nuancen benannt werden sollen, muss man sich einigen. Fängt man an, sich mit Freunden und Bekannten über Farben zu unterhalten, kann man manche Überraschungen erleben. Farben werden ganz verschieden benannt. Und der individuelle Wortschatz zur Beschreibung der Farben kann sehr unterschiedlich sein. Auch nach eingehender Diskussion kann man sich oft nicht auf die Benennung einer Farbe einigen. Und es fallen Farbnamen, die man noch nie zuvor gehört hat. Es gibt verschiedene Standards, damit zum Beispiel Grafiker sich verständigen können. Solche Standards enthalten dann Begriffe wie Reseda-Grün, Erika-Violett, Brillantblau oder Sepia-Braun. Wir sind der Ansicht, dass es wenig Sinn macht, mit Farbbeschreibungen zu arbeiten, unter denen wir uns wenig vorstellen können. Deswegen verwendet Farme ausschließlich gebräuchliche Begriffe zur Beschreibung der Farben. Farme benennt Schwarz, Weiß und die sechs Grundfarben Gelb, Grün, Blau, Violett, Rot, Orange plus den drei Kombinationen Gelb, Grün, Blau, Grün und Blau-Violett. Dazu kommen 11 Nebenfarben: Beige, Khaki, Oliv, Ocker, Braun, Lila, Türkis, Pink, Rosa, Anthrazit und Grau. Die Farben können das Helligkeitsattribut hell oder dunkel haben und beziehungsweise oder mit der Sättigung blass, kräftig oder leuchtend angegeben werden. Darüber hinaus wird gegebenenfalls die Farbkombination oder auch die Richtung einer Farbe angesagt. Zum Beispiel kräftiges Rot Richtung Orange. Daraus ergeben sich insgesamt über 400 mögliche Farbangaben. Bitte beachten Sie, dass es gelegentlich zu Abweichungen zwischen der Farbangabe durch FAME und der menschlichen Farbwahrnehmung kommen kann, da die menschliche Farbwahrnehmung beleuchtungsabhängig ist.
FAME hingegen erfasst die Farben durch die LED-Ausleuchtung unter gleichbleibenden Bedingungen. Dies kann insbesondere bei fluoreszierenden und bedingt gleichen Farben sowie stark reflektierenden Flächen zu scheinbaren Unstimmigkeiten führen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hier gibt's mehr Videos. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn noch nicht geschehen. Eure Jessie.